Hallo aus Sao Paulo, liebe Motorsportmagazin.com-Freunde. Dass wir in Sao Paulo sind, unschwer zu erkennen am Verkehr. Wir sind bei unserer Lieblingsbeschäftigung Autofahren, aber habe ja guten Fahrer mit dem Tommy. Da können die 15 Kilometer von der Strecke zum Hotel schon mal gerne 1,5 Stunden dauern. Sao Paulo, Brasilien ist ein ganz gutes Stichwort, denn Rennkalender steht mal wieder an, Diskussionen in der Formel 1. Liberty Media hat jetzt bekannt gegeben, dass ab 2020 in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi gefahren wird. Das ist tatsächlich relativ interessant, weil es das erste Mal überhaupt ist seit der Liberty-Ära, dass ein neues Rennen zum Rennkalender dazukommt, obwohl die ganze Zeit über alles Mögliche diskutiert wird. Da fragt man sich natürlich dann, kommt das Rennen zum Rennkalender dazu oder ersetzt es ein anderes Rennen? Ja, das ist die große Frage. 21 Rennen schon in dieser Saison. Lewis Hamilton wurde dazu gefragt, hat dann schon gemeint, ja, 25, dann fährt er sicher nicht mehr. Das war ja immer so die Vision von Liberty Media, den Rennkalender noch ein bisschen aufzublähen. Lieber mehr Rennen, mehr Geld logischerweise, mehr Märkte erschließen. Neuer Markt, ja, jein. Asien haben wir ja schon ein paar Rennen. Hat zwar auch Sepang verloren, hätte dann sozusagen eine Kompensation dafür gefunden. Dazu die Vietnamesen offenbar sehr, sehr motorsportbegeistert, was man so hört. Der Kurs an sich sieht jetzt nicht mega spektakulär aus, meiner Meinung nach. Kein richtiger Stadtkurs, keine richtige Rennstrecke, irgendwie so am Rand des, am Stadtrand, am Fußballstadion vorbei. Sieht jetzt nicht so mega toll aus. Aber Liberty Media hat sich dieses Rennen gewünscht. War ja keine ganz große Überraschung, war schon länger im Raum gestanden. Und dann kommt natürlich auch Brasilien ins Spiel, denn Brasilien ist die Zukunft etwas ungewiss. Bis 2020 hat man noch einen Vertrag hier in Sao Paulo. Darüber hinaus ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Die Brasilianer haben uns erklärt, es hängt sehr viel auch damit zusammen, wer hier der Bürgermeister ist. Es ist keine staatliche Angelegenheit, sondern eine Angelegenheit der Stadt Sao Paulo. Und der Bürgermeister kümmert sich eben um dieses Rennen hier. Aktuell gibt es ja schon Diskussionen. Denn Sao Paulo zahlt nicht wirklich Geld für dieses Rennen. Bernie Ecclestone hat bei den letzten Vertragsverhandlungen ein kleines Geschenk gemacht hier an Sao Paulo. Das ist eine ganz lustige Geschichte, denn seine Frau ist ja Brasilianerin und er hat natürlich Verbindungen. Er hat auch hier eine große Ranch in der Nähe, oder was heißt in der Nähe, wenn man mit dem Helikopter unterwegs ist in der Nähe. Und er hat den Locals hier eben ein großes Geschenk gemacht. Wurde modernisiert die Strecke und im Gegenzug dafür zahlen die offenbar relativ wenig oder gar keine Antrittsgebühren. Darunter muss jetzt Liberty Media leiden, das müssen die ausbauen, das hat ihnen noch schön eingebrockt. Und die Frage ist, wie geht es dann weiter nach 2020? So ganz heiß ist man vielleicht auch gar nicht mehr in Brasilien auf diesem Grand Prix. Man hat keinen brasilianischen Fahrer mehr. Es gab ja im letzten Jahr die Geschichten, dass es relativ gefährlich war, auch an die Strecke zu kommen oder von der Strecke weg. In diesem Jahr hat man gesagt, hat man viel, viel verbessert. Ja, seitens der FIA hat man tatsächlich ein bisschen was verbessert, hat uns Tipps gegeben, ein paar Maßnahmen getroffen. Aber das Polizeiaufgebot ist jetzt nicht unbedingt so, dass man sagen könnte, da gibt man sich ganz große Mühe hier in Sao Paulo. Also vielleicht, ich will nicht sagen, dass den Brasilianern der Grand Prix hier egal wird, denn es ist ja immer noch richtig viel los, auch mit den Fans, drumherum viel Senna-Atmosphäre, aber es ist nicht mehr ganz so der Brasilien-Grand Prix, der da vielleicht mal war. Gleichzeitig muss man natürlich dann auch sagen, Deutschland, ja, ist im nächsten Jahr wieder im Kalender, aber eben nur 2019 vorerst. Alles darüber hinaus ist auch noch nicht sicher. Alles andere als, ja, ich würde jetzt nicht sagen alles andere als wahrscheinlich, aber man muss schon auch um den Deutschland-Grand Prix zittern, wenn dann ein Rennen wie Hanoi reinkommt. Also auch auf diesem Gebiet noch viel los. Auch wenn die WM schon entschieden ist, ein bisschen was zu erzählen, ein bisschen was zu reden gibt es immer. Hoffen wir, dass es nicht einen mega aufgeblähten Kalender gibt, aber auf der anderen Seite müssen wir uns halt dann auch leider von einigen Grand Prix verabschieden. Dann hoffen wir, dass es auf keinen Fall Deutschland sein wird. Und wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Like-Button und abonniert unseren Channel, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis dahin, euer motorsportmagazin.com.